Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Runde 4. Wir kommen jetzt dieses Mal nach Uldaman und dürfen den guten Bran Brosbeard dabei begleiten, hier uns den Mittelteil des Stabes zu wählen. Und unser erster Gegner wird der gute Scarface sein. Oder wie heißt er? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ich habe auf jeden Fall ein schönes Deck zusammengestellt, das ihr hier auf der linken Seite seht. Und der gute Scarwash, so heißt er genau, wird dagegen wahrscheinlich nicht ankommen. Allerdings hat der durchaus in Sicht. Also es ist wirklich ein schwieriger Gegner. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Denn wir müssen in der zweiten Runde auf jeden Fall einen Untergangsverkünder spielen. Wenn der nicht kommen würde, hier droppt er durch Zufall, Gott sei Dank. Wenn der nicht kommen sollte, haben wir ein absolutes Problem. Und können im Prinzip gleich surrendern. Gut, wir beenden die erste Runde. Da ist nichts und bekommen jetzt gleich mal 5 Schaden rein. So, da kommen die ersten 2, da kommen die nächsten 3. Und ja, jetzt ist Runde 2. Das heißt, ich spiele gleich meinen Untergangsverkünder und hoffe jetzt nicht, dass er umdreht. Wenn er umdrehen sollte, haben wir ein Schäfchen eingebaut in das Deck. Das würden wir dann halt eben entsprechend spielen und könnten damit das Ganze halt eben auch umdrehen. Aber so haben wir Glück und können jetzt im Prinzip das gesamte Board clearen. Das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt probieren wir so weit wie möglich nach unten zum Droppen, dass wir unseren Riesen spielen können. Das heißt, ihr seht ja, der steht im Moment gerade auf der 11. Beziehungsweise wir haben jetzt 19. Damit kuschelt er entsprechend 9. Und wir probieren jetzt einfach komplettes Board auf der anderen Seite frei zu halten. Ihr seht auch hier die Tussi da, die wir jetzt gerade gemacht haben. Die wäre dann, wenn er beispielsweise dieses Geheimnis spielt. Er hat nur ein einziges Geheimnis. Das bedeutet 5 Schaden, wenn wir die Heldenfähigkeit zünden. Die wird natürlich auf einen der zufälligen Helden genommen. Aber würde natürlich einen von uns natürlich sofort rausnehmen. Deswegen probieren wir das nicht zu machen. So, er hat bei uns hier ein bisschen aufgeräumt. Dann, ich überlege, sollen wir das spielen? Ja, komm, wir hauen die drauf. Wir brauchen eh noch ein bisschen. Runde 9 kommt auch irgendwann. Wir erhöhen, weil, also Schild brauchen wir wahrscheinlich schon drin und was anderes hätten wir nicht spielen können. So, er coint und spielt hier seinen Verfolger. So, 6 Schaden kriegen wir höchstwahrscheinlich nicht rein. Vor allem, weil unsere Zauber gerade alle ziemlich hoch sind. Und, na gut, 4 Schaden können wir gerade noch so aushalten. Deswegen mache ich, ja, bringt nichts. Nee, Schäfchen können wir nicht raus. Ja, geben wir ab an ihn wieder. Hoffen wir auf nichts Schlimmes, dass nicht noch was Schlimmes kommt. Jetzt können wir, jetzt dreht er nämlich wieder um. Das heißt, die Zauber sind wieder billig. Und Gott sei Dank haben wir nichts gemacht, denn wir können... Jetzt, wir haben richtig viel Schild drauf, können damit Schildschlag natürlich einsetzen. Und Art zerschmettern auf ihn. Dann können wir nämlich Schildschlag auf den anderen machen. Genau. Und könnten jetzt ihn auch noch hinrichten. So, dann haben wir da einfach wieder ein bisschen Ruhe. Genau, perfekt. So, er dreht wieder um, das heißt, dieses Mal sind die Diener wieder billig. Und ich denke, das ist doch perfekt. Entweder wir spielen einen Riesen oder wir spielen... Ich hätte auch noch Ragnaros unten liegen. Okay, wir machen die 50% Chance. 50%, dass wir ihn weghauen. Und selbst wenn das passiert, macht's nichts, weil... Jawohl, sehr schön. Hat geklappt. Und... ja, er probiert ein Sternfeuer. Ist natürlich zu hoch für ein Sternfeuer. Deswegen können wir jetzt hier keinen entsprechenden spielen. Und ich mache nur ein Shields ab. Und gebe ab. Und damit droppt er schon auf 37. Und er haut es mit dem zweiten Sternfeuer haut er weg. So, können wir uns nicht wehren, aber jetzt hat er wenigstens kein Sternfeuer mehr da. Wir haben jetzt einen Blutschrei, wir haben unseren Riesen, den setzen wir raus, setzen noch ein Schild
einen Pirater vor als Tank und dann haben wir auch schon wieder ein bisschen Ruhe. So, wir haben auch hier noch eine Waffe an. Das heißt, wir können hier schön aufräumen, wenn irgendwas kommt. Der ist jetzt natürlich auf 7 hochgegangen. Klasse. Müssen wir jetzt dafür wirklich unseren Links opfern? Komm, dann probieren wir Sägeblatt aus. Oder geht das auch auf... Scheiße, das geht auch auf unsere. Kacke! Nein! Ach, okay, hätte ich anders machen sollen. Das war wirklich dämlich von mir. Okay, dann spielen wir hier noch ein... Dann ziehe ich mir die 7 Schaden rein. Und setze den ins Gesicht an. So. Weil im anderen Fall wäre der weg. Und deswegen lasse ich den lieber so gehen. Jetzt bufft er den auch hoch auf eine 7. Damit könnte ich ihn dann in der nächsten Runde wenigstens wegnehmen. Und haben dadurch mehr Schaden. Das war jetzt echt dämlich mit dem Sägeblatt von mir. Und zur Not haben wir auch noch... Jetzt klauen wir ihm erstmal das Geheimnis hier. So, es wird zwar nie ausgelöst werden. Es wäre wunderschön, wenn er seine Heldenfähigkeit benutzt und wir dann es auch entsprechend klauen können. Aber das wird natürlich nie passieren. So, ich erhöhe mein Schild. Nehme den Großen weg. Ich habe jetzt sonst keine Möglichkeit. Nehme den anderen weg. Und dann haben wir hier wieder ein bisschen Ruhe drin. So. Sähe natürlich anders aus, wenn wir... Er kriegt die 7 Schaden. Droppt damit auf 22. Und spielt einen Trockverteidiger. Und ja, nimmt unsere ein bisschen runter. Das war von ihm jetzt natürlich dämlich. Weil damit haben wir es jetzt natürlich wunderschön. Können hier zum Beispiel... Ja, dann werden wir wahrscheinlich gleich... Ja, lassen wir die da reinrennen. Zack. Damit können wir ihn wegnehmen. Und unser Bot ist wieder schön aufgeräumt. So, was macht er jetzt? Er spielt einen Druck für 1. Nochmal die Nuss. Okay, beide scheinen wir nicht wegzubekommen gleich. Sie machen 6 Schaden, das heißt, ihn bekommen sie nicht weg. Deswegen wird ich ihn... Oder soll ich? Habe ich noch eine andere Möglichkeit? Ich glaube... Nee, ist beste Möglichkeit. Dann noch entsprechend ziehen wir das wieder hoch. Shields ab. Und es steht 10 zu 22. Ist jetzt ein bisschen wenig. Er kann uns nicht direkt töten. Wenn er uns runterhaut, dann haut er uns... Ja. Ja, er geht ins Gesicht. Haut er uns auf 4. Aber dafür ist jetzt alles wieder aufgeräumt. Blödes tausendes Sägeblatt. Ich kann es nicht sehen. Und... Ja, in der Runde wird es jetzt ein bisschen ruhig. Ich kann nichts rauslegen, beziehungsweise ich möchte nichts rauslegen. Damit da nichts Schlimmes passiert. So, was spielt er? Er spielt einen Elementar. Und noch einen Trock. Das wird jetzt natürlich problematisch, wenn wir die nicht wegkriegen. Der Großwildjäger bringt nichts, weil wir haben keinen mit 7 Schaden. Och, Kacke. Ich kann einen über... Nee, kann ich nicht. Ich mache nur 4 Schaden. Das heißt, er macht 5 Schaden und ich habe 8. Zur Verteidigung. Ja, müssen wir gucken. Das heißt, wir droppen auf 3. Hoffentlich hat er keinen Zap. Oh, Kacke. Jetzt wird es richtig eklig. So. Wir sind auf 1 runtergetroppt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall aufräumen. Ich probiere das Sägeblatt nochmal, aber damit kriege ich nur einen weg. So, der mittlere ist weg. Ich hätte clearen können. Kacke. Ach, dann mache ich es jetzt noch. Okay. Ich hätte erst Brawl machen sollen und dann
entweder über Hinrichten oder das Sägeblatt. Weil das Sägeblatt hätte den einen auf jeden Fall weggenommen, egal wie hoch der ist. Ach kacke, das war dämlich von mir. Vor allem konnte ich jetzt halt keinen Shields Up mehr machen. So, aber der 7-4, der ist doch ein perfektes Ziel hier für meinen Großwildjäger. Dann würde ich den doch einfach mal jetzt direkt reinspielen. Komm. Einmal schön drauf und weg ist er. Yep. Dann können wir hier noch Sylvanas oder... Ich muss auf jeden Fall Schild abmachen. Oder... nee, Schild ab. Okay. Weil ein einziger Schaden... Den kriegt er auch noch mit irgendeinem Direktangreifler irgendwie hin. Die eine Karte da oben, die will er irgendwie nicht abgeben, oder? Wirkt das jetzt gerade so ein bisschen. So. Direkt angreifen könnte ich ihn. Ja, ich mache Shield ab und nehme ihn direkt weg. Weil der Großwildjäger kann auch direkt ins Gesicht gehen. Sonst wäre der entsprechend weg. Er spielt wieder ein Geheimnis, das heißt, perfekter Zeitpunkt, um die Nuss da unten zu spielen. Das machen wir auch. Komm raus mit ihr. Und ich spiele, genau, das ist für mich. Und ich spiele nochmal einmal Sylvanas. Und gehe ins Gesicht. Es steht 3-14. So, da kommt der Fluch, damit fällt er auf 7. Und wenn er jetzt nichts macht, haben wir ihn. Und wir haben ihn. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt schön ins Gesicht gehen, wenn wir wollen. So, also, was machen wir? Ich möchte ihn direkt besiegen. Also, das heißt, ich spiele einmal für mich. Und ziehe ihn direkt besiegen ab. Sehr schön. Ja, das war die Runde gegen Skarvash. Ich danke dir vielmals... Ja, jetzt geht's weiter in die Minenfahrt. Dann sehen wir uns gleich zum nächsten Boss. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann gleich bei der Minenfahrt. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn es dir ganz besonders gefallen hat, dann darfst du auch gerne abonnieren. Also bis dann. Ciao, ciao.